Nee, nicht. Es ist ein Problem. Jetzt noch, wenn ich die Aufnahmetaste drücke zum Starten oder Beenden, will er 10 Runden vorwärts springen. Das wäre nicht ideal, sagen wir es mal so. Wir wollen eine Runde vorwärts springen. 2411. Gut. Die Armed Probe hat ihre Runde zu Ende gemacht. Ist jetzt auch zu Hause. Ich würde eigentlich noch ganz gerne ein, zwei Sachen erforschen, aber ich denke, da kommt die Armed Probe nicht ganz hin, oder? 24 und wieder zurück. 48. Doch, das passt. Du kannst einmal ganz kurz Oxygen angucken. Theoretisch sieht man das auch schon einen Ticken davor und wir können das dann umdrehen lassen, aber das ist okay. Ist die andere Probe schon fertig? Die Long Range Scout noch nicht. Nee. Die würde ich denn hier hochstellen zu Dystopia, Maelstrom und Elephant Ear, denn hier in die Richtung. Wir müssen auch gucken. Der langfristige oder mittelfristige Plan ist es ja nach Nordosten, den ganzen Quadranten hier aufzudröseln. Und wie ihr sehen könnt, die Reichweite ist doch teilweise recht beschränkt von unseren Triebwerken. Da ist es praktisch, wenn man halt so eine Stepping Stones hat. Das heißt, wenn wir hier auf Gasp oder Bagnos eine Starbase bauen könnten, ebenfalls zum Betanken. Ich denke aber, LGM bietet sich da eher an. Ah, braucht noch eine Weile, ne? Bagnos baut jetzt eine Fabrik. Ja, den Bagnos ist viel zu langsam. 2800. LGM ist bei 2500. Ich bin mir nicht sicher, warum es da schneller wächst. Na gut. Also, Armprobe ist zu Hause. Die nächste Santa Maria ist da. Die Santa Maria ist für Kane? Ja, die ist für Kane. Transfer Colonists. Go. Nach Kane. Colonize. Die anderen haben wir alle, ne? Also morgen könnten wir bald mal angehen. Auch damit ich euch das mit dem Terraform mal zeigen kann. Es wäre allerdings ganz schön, wenn wir vorher die Forschung ordentlich anschmeißen können, damit es im Terraform auch besser funktioniert. Next. Gasp hat das Zeug bekommen. Das ist gut. We are now in control of Gasp. Ist okay. We are now in control of LGM1. Das haben wir gerade erst gegründet. Das ist okay. Und damit sind wir durch. Wie geht es Schuhschein? Schuhschein hat fast das Max an Factories erreicht. Das ist sehr gut. Ich glaube, jetzt können wir den Haken hier mal rausnehmen. So, drücken F5 für die Forschung. Und es braucht 33 Jahre jetzt noch. Ist nicht ideal. Wir könnten das auch hochschrauben auf so 30%. Dann dauert es nur 16 Jahre. Aber entsprechend würden wir hier auch weniger bauen. Was aber okay ist, weil Fabriken sind wir fast am Cap. Und die Minen, es ist zwar nett, mehr Mineralien zu haben, aber momentan kommen wir noch klar. Das ist wichtiger, dass die Forschung langsam in die Puschen kommt. Okay, also F9. Alles gefiltert. Das gesamte Jahr ist gefiltert. Super, nichts passiert. Wir haben ein Schiff, das ist die Santa Maria, die nach Cannes fliegt. Wir haben ein Schiff hier, das ist der Long Range Scout, der nach Hause fährt. Und wir haben hier die Arm Probe, die einmal nach Oxygen geht und wieder zurück. Ja, nichts passiert. Ich sollte auch ein Auge so ein bisschen auf die Umgebung haben, weil denkt dran, wir sind nur auf 10% Einstellung, ne? Eigentlich sehen wir das hier alles und in dem Radius würden wir auch feindliche Schiffe sehen. Aber bisher war da noch keine Bewegung, das ist gut. F9. Der Long Range Scout ist zu Hause und frisch betankt. Das klingt super. Dann darfst du bitte einmal hier hoch. Und oh, kommst du da so durch? Dann da Elephant ihr runter und nach Hause. 279. Das klappt. Warp 9? Ach, weil es so eine lange gerade Strecke ist, kannst du mehr beschleunigen, oder wie? Das ist gut. 15 Jahre. Ich hoffe, das geht hier auf mit dem Radius von dem Sensor. Deswegen macht es halt auch Sinn, die Sensoren später aufzustufen. Auch weil es spezialisierte Sensoren gibt, dass man aus Distanz dann schon gucken kann, wie viele Aliens auf einem Planeten sind und so weiter. Damit man weiß, wie viele Bomben man einpacken muss. Ja. Nö, das war's mit diesem Jahr. Nächstes Jahr Incoming.
Wir sind auf Kane gelandet. Bauen wieder erste Minen. Das ist okay. Wir haben die ersten Kolonisten und das war's. Ich denke... Wie viele Kolonisten haben wir inzwischen auf Schuhschein? 68.000. Wir kriegen 10.000 jedes Jahr. Ist halt ein echter Zwiespalt. Ich würde eigentlich ganz gerne einen Frachter jetzt bauen und zu jeder Kolonie ein bisschen was an Germanium schicken und ein paar Kolonisten, damit sie sich besser entwickeln. Ich würde auch aber ganz gerne überhaupt nichts machen, weil wir haben nicht so super viel Germanium und das bräuchten wir hier für die Factories. Und dass die Population hier bleibt, weil sie hier den besten Bonus bekommt auf die Fortpflanzung. Oh, oh. Ein Picardi-Scout. Es wäre ganz nett, wenn das Aufploppen von feindlichen Schiffen auf dem Radar auch noch so eine Nachricht bekommen würde. Andererseits, später passiert das durchgehend hundertfach. Also wäre es wahrscheinlich doch wiederum nicht so gut. Deswegen meinte ich aufpassen. Also, wir haben ein Schiff auf dem Weg. Es hat eine Masse von 18 Kilotonnen. Das ist wenig. Mit einem Warp-Speed-Faktor von 5. Und es ist von der Fraktion die Picardis. Player 2. Und der ist direkt hier auf dem Weg. Also entweder ist er auf dem Weg nach Sunshine oder das ist die Flugroute. Und jeder kleine Pfeil da drin, der bedeutet einen Zug. Ja, es könnte Shushine sein oder es könnte April sein, wo der hin will. In Shushine hätten wir Verteidigung, aber in April halt nicht, ne? Ja, gut, das guck. In April ist gar nichts. Da ist der Mobile Miner. Willst du jetzt unseren Mobile Miner wegschießen? Hast du überhaupt Waffen? Scout 1. Ja, das werden wir gleich sehen. Sonst haben wir gerade nichts. Nö. F9. You received one battle recording this year. A battle took place at Shushine against the Picardis. Neither your two forces nor the Picardis Maugarian Peeping Tom, das ist der Name von deren Scout, were completely wiped out. You lost zero. Okay, da kann man sich die ganze Schlacht jetzt anzeigen lassen mit View und dann Step by Step sehen, was passiert ist. Das heißt, hier ist unsere Starbase. Das heißt, es wäre auf keinen Fall der durchgekommen, selbst wenn wir kein Schiff hier hätten, weil die Starbase ist echt mächtig am Anfang. Aber, wie ihr sehen könnt, der Kleine ist ziemlich wuselig. Wurde einmal angeschossen. Und ist dann, bevor der zweite Torpedo einschlagen konnte, abgehauen. Bist aber dann jetzt angeschlagen, richtig? Dann müssten wir... Also wir haben jetzt hier unseren Stalwarter Defender. Der ist der, der bei Schuhschein hockt. Wir können dem jetzt sagen, wenn wir hier rechts raufklicken, was er als Ziel für seinen Waypoint nehmen soll. Momentan ist sein Waypoint, ich hänge einfach nur bei Schuhschein ab. Wenn wir hier aber auf den Picardi wechseln, dann ist sein Waypoint, oh, kümmere dich mal um den Typen da. Sonst würde er jetzt bei Schuhschein warten, dass der andere wieder angreift. Aber ich denke nicht, dass der Scout angreifen wird. Jetzt geht er aktiv hinterher. Hat ein bisschen gedauert, bis ich darauf gekommen bin, aber ja. So sollten wir den gleich bekommen können. Du bist neu, oder? Stability Average. Der hier hat sich auch destabilisiert. Der war ja mal rock solid. Ich bin fast versucht, da was durchzuschicken. Einfach nur um zu gucken, wo es, ne, wo es drüben so, wie es drüben so ausschaut. Na, ist Ressourcenverschwendung. Können wir eh nichts ändern. Okay. Also, wir haben ihn leider nicht zerstört. Hoffentlich im zweiten Anlauf hier. Oxygen ist bewohnbar. Sogar relativ gut. Da sollten wir also eine Santa Maria hinschicken. Und das war's an Nachrichten. Du kannst dann jetzt... Oxygen rausnehmen aus deiner Warteliste. Blub. Und gleich wieder umdrehen, dass du schneller nach Hause kommst. Schuhschein, 4 Jahre. Können es leider, also wir könnten es beschleunigen, aber dann hätten wir nicht genug Sprit, also macht es wenig Sinn.
Je besser die Antriebe später werden, desto angenehmer ist das. Es gibt auch Antriebe, die verbrauchen gar keinen Sprit, solange man nur eine Mindestgeschwindigkeit fliegt. Man kann aber dann zwischendurch auch schneller fliegen, verbraucht dann Sprit. Und wenn man danach wieder langsamer fährt, dann füllt sich die Spritleiste nach und nach wieder auf mit so einem Scoop. Der sammelt so Mikropartikel ein, während er fliegt. Das sind sehr coole Techniken dabei. Aber das ist alles noch eine Weile hin, bis unsere Forschung mal ordentlich anfängt. Das ist alles okay. April ist immer noch sicher. Nee, ich denke, das war's. F9. Battle Recording. Stalwart Defender 5 has executed orders to follow a fleet and awaits further direction. Du sollst die abschießen. Die neue Santa Maria ist da. Du geh bitte, das ist jetzt schon ein Ticken weiter weg, ne? Geh bitte nach Oxygen an dem schwarzen Loch da vorbei. Treibstoff ist okay. Colonize. A battle took place at space 1600-1534. Neither your Stalwart Defender nor the Picardis Morgarian Peeping Tom was destroyed. Heißt, das ist jetzt, genau, der Peeping Tom ist abgehauen. Wir ballern weiter auf den rauf, aber anscheinend repariert er sich zwischen den Kämpfen immer komplett hoch. Heißt, wir bräuchten noch ein Schiff, das hier irgendwie mithilft. Wir haben, glaube ich, aber gerade keinen wirklich parat. Der Long Range Scout hat keine Waffen. Und die Armed Probe muss erstmal nach Hause. Und danach könnte sie hinterher. Du fliegst mit Warp 6. Der Peeping Tom mit Warp 5. Also man könnte den einholen, aber bleh. Vielleicht haben wir irgendwann mal eine Lucky Round oder so, dass wir ihn dann ordentlich abknallen können. Schuhschein kommt voran. Das Germanium wird langsam eng. Ich denke, wir sollten hier die Anzahl an Minen doch erhöhen. Also die Autobildanzahl. Wenn das übrigens später zu schnell geht, also dass man ganz, ganz viele hinzufügen will, man kann auch Shift-Linksklick machen, dann werden halt 10er-Packs hinzugefügt. Oder Steuerung-Linksklick, dann werden 100er-Packs hinzugefügt. Ja, ich denke, fürs Erste reicht das aber so. Okay. Wie sieht es aus an Bevölkerungsdichte? Also das hier ist, wie gut die Planeten sind für eine Bevölkerung. Das heißt, hier haben wir am meisten Wachstum, danach dann bei Gasp, dann LGM und so weiter. Das hier heißt, wie viele Leute da gerade sind, nicht wie gut sie wachsen. Also definitiv am meisten zu Hause, aber danach hätten wir in Quaidan schon relativ viele. Ich bin versucht, du bist gerade eh nur am Hochskalieren, ne? Ja, dann mach du bitte, mal gucken, was für eine Auswirkung das hat. Also ich will gleich das Häkchen hier wegmachen, dass er auch Steuern zahlen darf. Wir sind bei 3 Jahren, dann wäre die erste Forschung fertig. Wenn wir jetzt Quaidan das Häkchen wegmachen, okay, F5, immer noch 3 Jahre. Meh, schade. Trotzdem wird es peu à peu helfen. Sonst sind wir soweit durch, ja. F9. Dystopia ist nicht gut. Ist schon komisch, wie ein Planet oder System namens Oxygen bewohnbar ist und ein Planet namens Dystopia nicht. Ja, Malthorn? Also Thorns and Dawn. Ich denke, das ist auch nicht bewohnbar. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob das wirklich zusammenpasst. Aber war gerade ein lustiger Zufall. Und sonst keine Nachrichten. Das heißt, der Scout ist abgehauen, oder was? Deep Space. Ich sehe den nicht mehr. Ah doch, da ist er, der Peeping Tom. Ist irgendwie... Also ich habe wohl vergessen, nochmal auf Follow zu drücken. Das heißt, du gehst bitte... Kommt er zurück? Du gehst bitte zu dem Picardi und versuchst ihn abzufangen. Du bist ein sehr aufdringlicher Scout. Kommst mir vor wie so eine nervige Fliege, die nicht weggehen will. Das bist du. Achso, ich habe morgen nur ausgewählt. Ja, okay. Da kommt noch ein neues Raumschiff an. Nee, das ist soweit alles
Gut, F9. Your scientists have completed research into tech level 4 of construction. They will continue their effort in the biotechnology field. Sehr gut. Also, construction ist level 4. Und er hat geswitcht, weil wir das Häkchen da gesetzt haben im Dropdown-Menü, zu Biotechnology. Das heißt, wir sollten jetzt den Robo-Miner herstellen können. Und den Privateer Hull-Type. Gut. Maelthorn ist nicht bewohnbar und das war's hier. Also, da sehen wir, Construction ist auf 4. Wenn wir noch weiter geforscht hätten, hätten wir nicht wirklich was Neues bekommen, sondern wir hätten mindestens zweimal forschen müssen, was halt eine ganze Weile dauert. Dann gäbe es den Bomber, der ist halt ganz gut, um Bevölkerung zu zerstören. Wir haben noch keine bewohnten feindlichen Planeten gesehen, bringt uns also nichts. Die Frigate wäre ganz gut als Basis für ein ordentliches Kampfschiff, sehe ich aber auch noch keinen wirklichen Verwendungszweck, also das lassen wir einfach. Biotechnology bleibt, 5 Jahre, alles gut. So, wir können jetzt aber zum ersten Mal was designen, nämlich die besseren Miner. Das heißt, wir gehen jetzt hier auf Ship Design, sonst halt einfach F4 drücken. Und dann nehmen wir uns das vorherige Design von dem Cotton Picker und drücken hier auf Copy Selected Design. Wir haben noch nicht wirklich viel Auswahl, was andere Sachen angeht, aber wir können diese Mini-Miner rausnehmen. Die Mini-Miner machen 4 Kilotonnen von jedem Material. Die kommen raus. Und dafür können wir jetzt hier einfach runterscrollen und die Miner auswählen oder man kann halt hier direkt filtern nach Mining Robots. Und die machen nicht 4 Kilotonnen, sondern 12. Also dreimal so viel. Macht aber schon einen guten Unterschied aus. So, und du bist jetzt Miner 1. Bob. Dann. Und jetzt können wir sie sofort hier auswählen und sagen, stell bitte her Miner 1. Ey, wie lange brauchst du dafür? Ah, wir haben nicht genug Germanium. Ja, dann lass das erstmal. So viel dazu, dass wir genug Ressourcen haben hier, ne? Schuhschein. 12 Kilotonnen. Ja, bau du mal schön die ganzen Minen dann zu Ende. Das ist völlig richtig. Was ist mit dir? Die Santa Maria ist noch auf dem Weg. Unser Scout oben ist am Wuseln. Manchmal gibt es so leichte Grafikglitche. Also gerade dieses weiße Kästchen herum sollte, glaube ich, nicht sein. Genau, das da oben wird alles gecheckt. Unten fangen wir den Peeping Tom ab. Der versucht gerade abzuhauen. Haben wir genug Sprit, um hinterherzukommen? Ja, das sieht gut aus. Okay, F9 Time. Bam. Armed Probe has completed its assignment. Hast du? Was hast du getan? Achso, die Armed Probe ist zu Hause. Wir könnten jetzt mit der Armed Probe auch noch hinterherfliegen. Wenn wir irgendwo mal... Du? Der ist doch bei dir, ne? Ne, der ist schon bei Quaidan angekommen. Aber wir hängen da immer hinterher, das ist echt doof. Du, Probe, Quaidan, Picardi. Das sollte okay sein. Also zwei Schiffe jagen jetzt diesen einen Scout. Es wäre deutlich einfacher, wenn wir ein besseres Triebwerk hätten. So, Quaidan. Quaidan hat einmal eine feindliche Flotte im Orbit. Das ist richtig. Und wir könnten jetzt hier noch mehr Minen produzieren. Das wäre gut. Geht da mal auf 10 hoch. Und wir könnten halt das von 35% auf 49% noch steigern. Aber diese ganzen Terraforming-Sachen mache ich erst, wenn wir da am Cap angekommen sind. Das ist so okay. Weiter. A medium-sized comet has crashed into Dystopia, bringing a significant quantity of minerals to the planet. Dystopia ist nicht bei uns, oder? Doch, da sind wir gerade vorbeigeflogen.
Ja, das Problem ist, dieser Report ist jetzt ein Jahr alt. Wir wissen nicht, wie viel es hat. Wir können uns ja mal merken, blau und gelb sind bei 3000 rum und grün ist fast auf Max. Dann darfst du jetzt... Doppelklick. Deine ganzen anderen Pläne mal vergessen. Und darfst wieder zurückfliegen nach Dystopia. Ey, Ditto ist bewohnbar. Interessant. Blutdorf haben wir auch schon gescannt. Nice. Dark Planet. Der ist auch ganz am Rand der Karte. Flieg mal dahin, dahin. Und... Geht das so auf? Ja, geht auf. 20 Jahre unterwegs. Mach das mal, ist okay. Wir merken uns bei Dystopia 3000, 3000 und fast Max. Wie viel jetzt dazu gekommen ist durch dieses Random Event? Wenn man das Spiel startet, hätte man auch einen Advanced Spielstart auswählen können. Und eine der Einstellungen dort ist auch, dass es keine von diesen Random Events gibt. Aber ich finde, es ist ganz interessant. Also lassen wir das drin. Weiter. So, wir haben Ditto gefunden mit 2,1%. Wollen wir da gleich wen hinschicken? Ich meine, es wäre ein sehr schöner Stepping Stone weiter nach... Oh, es gibt gar keinen weiter nach. Das ist schon die ganze Ecke. Also Kane ist gerade noch drin. Oder mehr. Ich zoome noch mal einmal raus. Jetzt sind wir ganz oben. Und ganz rechts. Das hier ist unser geplantes Reich fürs Erste. Ja, das können wir dann so permanent lassen. Schön. Also Stepping Stone, meh. Wir schicken da was hin, aber ich denke, zum Auftanken würde hier Backnose schon reichen. Gerade wenn wir besser die besseren Triebwerke später haben. Also Schuhschein, stell noch ein Santa Maria her. Und sonst die restlichen Minen, dass du endlich dein Germanium bekommst. Das wird echt alles weggefuttert da. Hammer. Ich schmeiß auch nochmal einen Miner rein. Nicht ab, down. Bau bitte zuerst die Minen und dann irgendwann in 6 Jahren einen Miner. Weil der soll hier dafür sorgen, dass wir dann hier wieder mehr produzieren. Dann geht das Ganze besser durch. F9. Santa Maria ist da. Und wir kommen hinter dem Scout nicht hinterher. Ich glaube, das können wir langsam abbrechen. Stalwart Defender. Lass das Ganze hier, geh einfach nach Haus. Und Arm Probe. Lass das hier, geh nach Haus. Gut. Die Santa Maria bekommt Kolonisten und darf dann zu Ditto. Geht auf, ja. Colonize. Backnose kommt gut voran. Nicht. Na doch. Backnose hat löblich alle möglichen Fabriken und Minen gebaut. Leider waren es nur 3, weil nicht genug Menschen da sind. Das heißt, da gerade nichts anderes anstehst, darfst du einmal Terraform machen. Braucht 14 Jahre. Hier müssten wir eigentlich Kolonisten hinschicken. Bau bitte. Noch ein Teamster. Das sind die Transporter, ne? Okay. Ja, die Caps hier sind schon wesentlich höher, weil so viele Menschen da sind. Also jetzt wäre es auch völlig okay, Leute noch abzutransportieren zu den anderen Siedlungen. Und Backnose ist ein Top-Kandidat dafür. The fleets you were tracking with Arm Probe 1 appear to have outrun the range of your scanners. Ja, die sind wirklich auch weggekommen. Deswegen ist es also auch sehr praktisch, dass man zwischendurch den Warp manuell hochstellt. Also hier. Man verbraucht halt deutlich mehr Sprit. Aber gerade für solche Aktionen ist man halt auf Scan-Reichweite und schon verfolgen die einen nicht mehr. Und das gleiche halt auch bei dem Defender. F9. Die Arm Probe ist zu Hause, der Stalwart Defender ist zu Hause. Wir sind auf Oxygen angekommen. Da ist auch schon so ein Peeping Tom. Sind echt umzingelt von denen. Brauchen echt die Minenleger, da werden die alle geplatzt. Oxygen haben wir bekommen und das war's. Wir haben nichts gebaut in Schuhschein. Nö.
Du baust gerade noch mehr Fabriken. Mach lieber die Minen zuerst und dann die Fabriken. Ja. Also ist ein kleines Bottleneck gerade. Es ist gut, dass ich nicht noch mehr Germanium zu den Kolonien geschickt habe, sonst wäre die Heimatwelt jetzt noch problematischer. Wie sieht es allgemein aus mit dem Wachstum? Nee, also da sollte ich noch nirgendwo Steuern anmachen, also okay. Du siehst halt echt gut aus. Quaidern haben wir aber schon angemacht, ne? Ja. F9. Oh, Quaidern geht noch mehr ab. Schon mal 200.000. Ah, das ist Schuhschein. Quaidern 30.000, okay. Quaidern hat aber seine Liste hier voll. Das heißt, du gehst bitte bei Factories auf 10. Könnten das Germanium von hier abholen. So ein bisschen zumindest. Oh, da geht gut was. Ja. What the fuck? Warum ist alles grün? Oh. Okay, es ist grün, weil wir eh am Cap sind. Deswegen kannst du eh nichts machen. Also kannst du es auch... Okay. Der Auftrag ist fertig, aber es kann nichts gebaut werden. Ich war schon stark für mit. Dann... Was machen wir dann? Wir könnten mit dir auch terraformen. Oder wir könnten eine Starbase bauen. Die Starbase braucht 30 Jahre. Nein, du darfst einmal terraformen. Das braucht 4 Jahre. Und wir brauchen unbedingt mehr Leute auf Quaidern, damit das Cap höher wird. Next. Biotechnology ist durch. Wir haben vergessen, oder ich habe vergessen, einzustellen, was als nächstes erforscht wird. Das heißt, jetzt würde er theoretisch weiterforschen in Biotechnology. Wir haben die Rüstung dazu bekommen und den Minenleger. Und Fuba hat ein Asteroiden abbekommen. Fuba war da unten.